Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was heißt zu einer weiteren Folge? Zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich muss den Vorspann jetzt nochmal neu aufnehmen, weil ich eben, wie ich bemerkt habe, ich wollte gerade das Video cutten und dann habe ich bemerkt, was zum Geier ist denn mit dem Sound von meinem Mikrofon passiert? Ich habe jetzt wieder ein, zwei, drei Stündchen hier, okay, zwei Stündchen, sage ich mal, rumgetüftelt, damit mein Mic wieder anständig funktioniert. Aber jetzt funktioniert zum Glück wieder. Ich habe vorhin 200 Volt-Kisten geöffnet und daraus ja mal geschaut, wie viel Geld und was für gute Items bzw. Chancen habe ich daraus, gute Items zu bekommen. Ich habe hier zwei Doppelkisten, die gefüllt sind. Und was ich daraus gezogen habe, ich werde euch jetzt die Timelapse einblenden. Und dann sehen wir uns dann wieder. Thank you.
200 Volt Kisten sind aufgemacht worden, wie ihr gesehen habt. Und ich werde euch mal zeigen, was ich jetzt alles so rausbekommen habe. Die Kiste ist eher die unspektakuläre Kiste. Ich habe hier ein bisschen Kettenhauben, voll viel Eisen, keine Ahnung, was ich damit alles... Obwohl, doch, das kann ich gut gebrauchen. Ich brauche demnächst sehr, sehr viele Stacks Ambosse. Deshalb, Holz ist immer gut, genau wie Prismarin und Quarz auch. Obsidian, Jein, Ton, Sand, doch, kann ich eigentlich gut gebrauchen. Aber XP-Flaschen essen ist eigentlich so richtig wack. Die untere Truhe ist mit dem Zeug gefüllt, was eher schon besser ist. Die untere Doppeltruhe ist aber mit Zeug auch wieder mit Crap gefüllt, kann man sagen. Und man sieht direkt, das Beste, was ich gezogen habe, ist einmal ein Lucky Block. Ja, ein Will-Skelettschädel, dann die Möbelmetalle und Stöcke kann ich ab und zu mal gebrauchen. Und Diamantschaufel und Spitzhacke kann ich auch zum Bauen benutzen. Ein Wandbuch. Jein. Dann hier noch dreimal diese Blöcke, Köpfe zum Setzen. Ist okay, wenn ich die brauche, aber habe ich bis jetzt noch nie wirklich gebraucht. Und der Rest hier, dieses ganze Essen, brauche ich eh nicht. Von daher, aber dass ich einen Lucky Block rausbekomme, habe ich schon vermutet, weil bei 200... Ich wurde auch einmal einfach abgezockt vorhin. Vielleicht hat mal haben die Auffälligen, die Aktiven, Aufmerksamen gesehen. Ich hatte einfach einen Lucky Block in der Kiste und ich wurde rausgeworfen, weil Use Flag gesetzt werden musste. Was ist das denn für ein Abzug, ey? Das gibt eine Anzeige, ohne Witz. Was ist das Beste, was ihr aus einer Vault-Kiste bekommen habt? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns nächsten Dienstag um 15 Uhr wieder. Haut rein und ciao, Leute.